Yeah, it's right. Very heavy load, yes. Okay. Already fine. I'm ready to go, and I hope the weather is dark clouds. You mean rainfall today? I hope not. Okay. Yes. Have a nice one. Ja, ihr könnt es da hinten schon so ein bisschen erahnen. Wir haben heute mal richtig schwer geladen. Und zwar dieses schnuckelige Ding. Ja, ich hätte mir auch was Größeres erwartet, aber naja, man kann halt nicht immer alles haben. Okay, here we go. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Allerdings werden wir jetzt noch nicht so weit fahren, weil ich muss hier in Alamosa noch was erledigen. Und da möchte ich mich auch noch mal gleich ganz herzlich bedanken bei jemandem. Aber erstmal müssen wir hier weg. Von HMS. Oh mein Gott, ich habe nicht geblinkt. Die Welt wird untergehen. Der Sheriff lässt mich vor, das ist aber äußerst nett. Lass mal gucken, dass wir hier vernünftig rumkommen. Never mind. I'll find a new route. Edmund, du brauchst keine neue Route finden. When possible. Der ein oder andere wird diese Zufahrt vielleicht kennen, weil ich habe hier nämlich ein sehr nettes Ehepaar noch kennengelernt. Und ihr werdet euch jetzt wundern, was will der Marx auf dem Gelände? Wie gesagt, der eine oder andere von euch wird dieses Gelände kennen. Wenn nicht, dann schaut unbedingt mal bei dem guten Thomas Uhl auf seinen Kanal. Ja, das habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt. Wie gesagt, schaut mal bei dem guten Thomas Uhl auf dem Kanal. Der macht nämlich wirklich sehr schöne Videos. Aber dennoch fragt ihr euch jetzt immer noch, was ich hier mache. Und das werdet ihr gleich mitbekommen.
muss mich jetzt gerade mal so ein bisschen konzentrieren hier, dass ich hier nichts kaputt war. Stehen wir. Und somit kann ich euch auch erklären, was ich hier mache. Wie gesagt, ich habe das nette Ehepaar hier kennengelernt und habe dann herausgefunden, dass das Verwandtschaft von dem guten Thomas ist. Genauer gesagt Tante und Onkel. Und im Laufe des Gesprächs haben sie mir angeboten, dass, wenn ich mal hier bin, durchaus gerne hier auch mal Kraftstoff aufnehmen kann, den ich natürlich hier bezahle, aber das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und darum werde ich jetzt mal hier eben voll tanken und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Karre vollgetankt ist. So, Tür ist wieder zu. Der Zug ist auch unterwegs. So. Fenster können wir wieder zumachen. Den können wir ausmachen. So, und los geht die Reise. Hab hier auch noch einen lecker Kaffee bekommen. Und sogar noch einen selbstgemachten Donut. Also, besser geht's nicht. Damit auch nochmal herzlichen Dank an die Familie, dass ich hier, wenn ich mal hier bin, hier auch tanken darf. Thomas, an dieser Stelle sei gesagt, deine Verwandtschaft ist wirklich super nett. Ich habe ja schon viel hier so erlebt, aber das war wirklich, jo, mal eine ganz andere Geschichte. Sollte ich also mal wieder nach Alamosa kommen, weiß ich, wo ich durchaus mal wieder anhalten werde. Heißt es aber Meilen machen, weil wir haben heute einen langen Tag vor uns. Das Gute ist, wir dürfen auch nach Sonnenuntergang fahren. Weit weg von Oversize. Und wenn ich so einen Rückspiegel gucke, dann könnte ich denken, ich habe einen leeren Adrian hinter mir. Und jetzt kann man so ein bisschen was erahnen. Das nächste Geld runter. Kreditraten etc. Ja, dieses kleine Gerät hinten drauf.
Das bringen wir zu einem neuen Kunden, den kenne ich so noch gar nicht. Hat er auf Google Maps schon mal geguckt, wie das so aussieht? Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus, oder sollte ich ohne Probleme auf den Hof kommen? Ein bisschen Erfahrung habe ich ja mittlerweile auch. Würde ich mal so behaupten. Oh, guckt euch die Landschaft hier an, ist das nicht ein Träumchen? Das sah nicht gut aus. Ich hoffe mal, demjenigen oder derjenigen geht's den Umständen entsprechend gut. Ja, für die ganz schlauen unter euch, ihr habt ja schon gesehen, wo es hingeht. Ich bin auf jeden Fall neugierig. Und warum war jetzt so lange nichts von mir gekommen? Ganz simpler Grund, ich hatte keinen Bock. Ich bin zwar privat ein bisschen gefahren, aber ich hatte so absolut null Bock aufzunehmen. An dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank dennoch für eure Treue. Habe ich auch gesehen, sind ein paar dazugekommen, ein paar neue. Danke auch dafür. Freut mich natürlich, wenn das, was ich hier so veranstalte, bei euch ankommt und ihr das auch mögt. Dürften wir, aber ihr kennt es, 65 ist bei uns das neue 75. Ich hoffe ja mal, dass ich das wirklich heute komplett schaffe bis zum Kunden. Ob da dann heute noch abgeladen wird, das wage ich eher zu bezweifeln. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Wenn das heute nichts mehr wird, ist auch nicht so tragisch, weil wir werden eh spät ankommen und fahrzeittechnisch und schichtzeitmäßig bin ich dann auch schon ziemlich ausgereizt und neuen Ladetermin habe ich aktuell auch noch nicht. Es wird also, auch wenn wir viel unterwegs sind, ein doch entspannter Tag.
Kollege mit dem Mac, der ist, wie ich das gesehen habe, unterwegs Richtung New Mexico. Der hat da echt, glaube ich, so eine Linie gefunden. Aber es macht ihm immer noch Spaß und er sagt auch, dass das Beste, was ihm bisher so passieren konnte. Weil er sagte auch, er genießt es einfach, dass er wirklich fahren kann, die Aufträge bekommt und ich jetzt nicht so ein Chef bin, der andauernd anruft und fragt, wo bist du? Bist du schon geladen? Und. Und da ich selbst fahre, weiß ich, wie das Ganze so abläuft. Und Entschuldigung, weiß, dass man diesen Stress nicht noch unbedingt dazu braucht. Stay left. Und ich habe da auch ein paar Angebote bekommen seitens Pedro. Den kennt der ein oder andere von euch vielleicht noch. Aber da muss ich erstmal noch ein bisschen überlegen, weil es klingt schon interessant, was er mir da so angeboten hat. Aber ich selbst würde es halt nicht gerne fahren. Würde also heißen, ich müsste da halt nochmal mich ein bisschen umschauen nach eventuell jemanden, der noch fahren möchte. Aber das werde ich alles so nach und nach mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Michael ist ja auch mit dem Cascadia unterwegs. Von der Mitarbeiterin von ihm. Da läuft also auch alles super. Ich bin auf jeden Fall hier mehr als froh über den Maschinentransport. Das ist wirklich was, wo ich auch drin aufgehe und was ich wirklich gerne mache. Ich habe auch gesehen, auf dieser Strecke hier werden wir nach langer Zeit mal wieder an Wagen vorbeikommen. Ich hoffe ja mal, dass sie uns gnädig sind. Ansonsten habt ihr nicht viel verpasst. Der Bagger mit dem Motorschaden, das war die Hölle, den abzuladen. Das hat auch echt noch Ewigkeiten gedauert. Du weißt jetzt mit dem kleinen Ding, das ging echt ruckzuck.
Und schnell die Ketten dort dran. Und gut ist. Field Stadium. Die bei HMS, die waren auch am Fluchen. Dass die schon lange nicht mehr so Probleme hatten, irgendeine Ladung runterzukriegen. Stay left. Aber das ist denn ja, solche Sachen sind ja zum Glück nicht mein Problem. Ich bringe die Sachen bloß von A nach B. Da hatten sie doch auch gerade einen Kollegen noch rausgezogen. Hab zwar dann auch ab und an ein bisschen den Ärger mit, wie kriege ich die Ladung drauf, wie kriege ich die Ladung runter. Aber alles in allem bin ich ja nur der Transporteur von dem Ganzen. Und da jetzt mal dieses kleine schnucklige Ding. Das ist auch mal was Schönes. Zieht sich aber wirklich ganz gut zu. Ich wette mit euch, pünktlich, wenn ich da bin, fängt es an zu schütten. Report drunk drivers. Ich verstehe sowieso nicht, wie man mit Druck auf dem Kessel noch sich hinter das Lenkrad klemmen kann. Dinge, die ich nie verstehen werde. So ganz ohne Zeitdruck unterwegs sein, das ist auch mal was sehr Angenehmes. Ja, nur zieh vorbei, Mann. Ich meine, ich habe jetzt noch nie wirklich Sachen gehabt, wo es denn wirklich hieß, du musst jetzt dann und dann da sein, ansonsten. Open. Von sich geben. Okay, langsam weiterrollen, sagt er. Dann tun wir das doch.
Lauscher aufstellen, ob irgendwelche Durchsagen kommen. Ich sehe auch keinen Officer da irgendwie rausstürmen. Dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg. Mag ich das bei Wagen am liebsten, wenn das einfach rüberfahren und fertig. Habe ich alles dabei, es ist alles in Ordnung, aber es ist trotzdem immer nervig, wenn sie denn noch mal die Papiere denn doch noch mal checken wollen. Oder kann ja auch sein, dass am LKW auf einmal irgendwas nicht mehr leuchtet, was ich gar nicht so mitbekommen habe. Und bei diesen Oversize-Dingern sind sie ja sowieso immer ein bisschen hinterher. Bei mir ist alles schön gepflegt. Ich brauche mir da keine Gedanken machen. Ich gucke ja sowieso immer, dass wirklich alles 100% an dem Truck ist. Klar wird der Tag kommen, wo ich auch mal was übersehe oder mir, wie gesagt, bei der Fahrt irgendwas kaputt geht. Jetzt genießen wir erstmal schön die Landschaft hier. Kaum sind wir in Wyoming, dürfen wir über den nächsten Wagen raus. Gleiches Spielchen nochmal. Wieder gespitzt, ob irgendwas kommt. Nee. Okay. Munter weiter. So.
das war's jetzt auch mit den Wagen. Ich habe es zumindest nicht mehr in Erinnerung, dass jetzt auf dieser Route noch eine Waage kam. Stay left. Stay right and then exit right. Exit right. 20, da sollten wir uns dann auch mal ein bisschen dran halten. Weil diese Empfehlungen stehen nicht umsonst da. Stay left. Geblinkt, also ist die Straße nicht gesperrt. Gut, die geschlossene Schranke hätte uns es spätestens dann gezeigt. Aber wenn man auf Edmund hört, kommt man auch ans Ziel. Sowas aussieht, wenn man nicht auf sein Navi hört oder hinterfragt, was Kendra einem sagt, sieht das so aus wie bei Thomas. Mehr werde ich nicht verraten, weil das müsst ihr euch dann selbst bei ihm angucken. Der hat aber schon ein bisschen was Größeres drauf. Alter Schwede. Und dann mit dem Daycap. Es gibt solche und solche. Mit dem Daycap hätte ich auch sowas überhaupt keine Lust. Ich meine, ich bin ja auch schon mit dem Daycap unterwegs gewesen. Man kann in so einem Ding auch schlafen. Ob es erholsam ist, ist die andere Frage. Ich möchte es zumindest nicht nochmal machen. Da bin ich ganz froh, dass ich hier schön meinen Sleeper habe. Oder wie der Herr Diesel ihn immer bezeichnet hat, als Tanzsaal. Werden hier erlaubt. Ich fühle mich bei 65 am wohlsten, weil alles, was so darüber geht, finde ich, hat denn schon mit gemütlichem Trucking nichts mehr zu tun. Und vor allen Dingen, ich bewege hier auch eine gewisse Masse und die will dann ja auch erstmal zum Stehen gebracht werden. Also
denke ich mal, wenn du da mit 80 Meilen unterwegs bist. Es gibt einige Trucker, haben mich auch schon einige hier überholt, die das wirklich konsequent durchziehen. Aber das ist überhaupt nicht meins. Getreu dem Motto, wer langsam rast, kommt auch zum Ziel. Apropos Ziel, es dürfte eigentlich auch gar nicht mehr so weit weg sein. Jetzt kannst du wieder Gas geben, oder was? Wie ich solche Kollegen hasse. Mein Gott, ey. Und dann jetzt hier abbiegen, also. Solche Kollegen muss man nicht verstehen, oder? Und am besten mich jetzt noch rausziehen. Mal gucken, ob ich da irgendwie dem Kunden dann noch irgendwie die Möglichkeit habe, zumindest irgendwelche sanitären Anlagen noch zu benutzen. Wenn nicht, dann gibt es halt nur eine Katzenwäsche. Werde ich dann ja sehen, wenn ich da bin. Acht. Sind wir heute schon eine ganze Weile unterwegs? Sieht das herrlich aus. Sowas mag ich. Theoretischerweise könnte ich auch den nächsten Truckstop rausfahren
stay left. Ja, es sah so aus, als ob da vorne irgendwie als ob es da geknallt hatte, aber zum Glück nicht. Und guckt euch mal diesen Sonnenuntergang an. Das sieht doch wirklich sehr schön aus. Meilen noch bis Rock Springs, habe ich gerade gesehen. Ja, abgeladen werden wir da heute unter Garantie nicht mehr. Würde ich jetzt mal so behaupten. Vielleicht sagen die auch, Gott sei Dank bist du da, das Ding brauchen wir hier sowas von dringend. Ich habe es ja auch schon einmal gehabt, da hatte ich wirklich eine Ladung drauf, die musste unbedingt dahin und am liebsten unter Missachtung jeglicher Regeln das Ding dahin liefern. Ich komme da an, da haben die mich erst am nächsten Tag nachmittags abgeladen, wo ich auch dachte, und ihr macht hier so eine Welle, das Ding muss hier hin, pronto, pronto. Es gibt so Sachen, die werde ich in meinem Leben nie verstehen. Oh, die Strecke hier lässt sich angenehm fahren. Äuglein aufhalten, dass ich hier mich jetzt am Ende nicht doch noch mal verfahre. Hier ist auch ein Truckstop, da könnte ich jetzt zur Not noch hinfahren. So weit außerhalb ist das ja gar nicht dann. Einfach den Trailer ab
satteln und hier zum Truckstop fahren. Sogar ein Kenworth-Händler. Ich glaube, jetzt hier war es doch rein. Navi sagt ja, und da ist auch ein Firmenschild. Das sieht also ganz gut aus. Jo, Johnson & Smith. Genau. Da muss ich hin. Sogar noch jemand zu sein. Es brennt zumindest noch Licht. Ja, lassen wir uns mal überraschen, ob da wirklich noch einer ist. Es sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwo einer rumläuft. Stelle ich mich erstmal hier an die Seite hin und werde gleich mal gucken, ob hier noch irgendwo einer ist. Oder ob hier morgen früh erst einer ankommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder fürs Zusehen. Und ich gelobe, dass das nächste ATS-Video jetzt nicht wieder über einen Monat dauert. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Däumchen da lassen. Das sage ich ja sonst nicht. Aber ich würde mich zumindest freuen und vielleicht auch ein Kommentar, aber das ist alles euch überlassen. Kein Zwang. Und ganz wichtig, guckt bei Thomas Uhl rein. Der hat noch ein paar Abonnenten verdient. Also bis dahin. Tschüss.